wie groß ist die Herausforderung, nicht nur des Silicon Valley, sondern die Herausforderung durch Algorithmen und Roboter für die Bankenwelt? Können die Banken, so wie sie heute sind, in Zukunft noch bestehen? Also so wie sie heute sind, nicht. Ich glaube, ganz viele Industrien werden sich ändern müssen. Banken werden sich auch ändern müssen und ändern sich auch. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir haben jetzt eine Kontostands-App. Also Sie können sich auf Ihrem Smartphone, müssen Sie einmal draufklicken, dann sehen Sie Ihren aktuellen Kontostand, die letzten 5 oder 10 Überweisungen. Ja, das wird am Tag teilweise 400, 450.000 Mal angeklickt. Wenn die ganzen Kunden jeden Tag in die Filiale kämen, um nach ihrem Kontostand zu fragen oder im Callcenter anrufen würden, da würden die alles lahmlegen. Das heißt, neue Technologien bringen ganz neue Möglichkeiten. Und da muss man vorne mit dran sein, muss man investieren, muss man die Prozesse anpassen. Aber wie gesagt, ich sehe das eher als Chance denn als Bedrohung. Aber die Frage ist doch auch, was von den Arbeiten, die in einer Bank erledigt, nicht in Wirklichkeit ein selbstlernender, intelligenter Algorithmus besser erledigen kann. Wenn Sie heute eine Baufinanzierung machen wollen, dann gehen die meisten Leute hin und informieren sich vorher im Internet, was kostet denn eine Baufinanzierung, um ein Gefühl zu haben, was müsste ich denn zahlen, wenn ich für 10 Jahre mehr den Zins festnehme, um zu sagen, da werde ich nicht über den Tisch gezogen, wenn ich irgendwo dahin gehe. Trotzdem gehen die meisten hinterher zu einer, vielleicht auch zu 2 oder 3 Banken und informieren sie sich. Der Kunde redet aber mit dem Berater darüber, was das heißt, was er noch machen kann, auf was er achten muss, weil eine Baufinanzierung machen die meisten Leute 1 bis 2 Mal im Leben. Das ist so wichtig, dass er mit jemandem reden will. Dieses Reden können Sie durch die Internet-Suchmaschine nicht ersetzen. Hallo, guten Abend. Ich bin Alain Oliveira, ich studiere hier an der Bucer Law School und ich komme aus Brasilien. Ich habe in dieser Woche gelesen, dass Commerzbank ICS in Brasilien. Ich würde gerne wissen, warum jetzt? Wir haben uns entschieden, eine Filiale bzw. Tochtergesellschaft in Brasilien aufzumachen. Warum machen wir das? Wir glauben, Brasilien ist eine interessante Volkswirtschaft. Wir wissen, dass Brasilien jetzt wahrscheinlich erstmal wieder durch eine etwas schwierigere ökonomische Phase geht. Am Schluss diskutieren wir gerade, ob es nicht sogar ganz gut ist, wenn du einsteigst, wenn die Zeit gerade schlecht ist und dann mit dem Besserwerden sogar mitwachsen kannst. Das Schwierigste ist eigentlich immer, wenn du auf den Peak einsteigst und dann den ganzen Weg erstmal mit runter machst. Herr Ackermann hat bei Deutschen Bank seinen Nachfolgern gewisse Risiken hinterlassen. Welche Risiken gedenken Sie Ihren Nachfolgern bei der Commerzbank zu hinterlassen? Ja, wissen Sie was? Ich glaube nicht, dass Herr Ackermann geplant hat. Ich überlege mir jetzt, welche Risiken kann ich meinen Nachfolgern hinterlassen. Und manche Sachen, da glauben Sie, Sie haben eigentlich an einer Ecke was gut gemacht, es stellt sich hinterher als falsch raus. Andere Ecken, von denen Sie gar nicht so begeistert waren, stellen sich hinterher als super raus. Deswegen sage ich, manchmal passieren auch Sachen, die sehen Sie nicht. Deswegen, ich vermute sogar, irgendwann wird mein Nachfolger etwas übernehmen und hinterher werden wir uns hinsetzen und sagen, Mist, und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es vorher aufgeräumt. Ich habe aber überhaupt nicht dran gedacht. Und er würde sagen, wie konntest du mir das hinterlassen? Und ich sage, du, ich habe es auch nicht gesehen. Ja? Bitte ich jetzt schon um Entschuldigung. Martin Blessing, ein schönes Schlusswort. Wir danken Ihnen ganz herzlich für diesen Abend. Ich danke.